Lieber Löwe und herzlich willkommen zu deiner Legung Mitte Juli. Mein Name ist Julia Aurelia und ich darf jetzt für dich mit dem Rider-Waite-Tarot das keltische Kreuz legen. Diese Legung hat eine Gültigkeit von um und bei 4 Wochen. Also auch wenn du jetzt ein bisschen später schaust, kannst du dir das gerne noch anschauen. Ja, außerdem, diese Legungen sollten natürlich schon ein bisschen früher ursprünglich draußen sein, aber ihr habt es mitbekommen, als ich in Schottland war und euch eigentlich mitnehmen wollte, um Videos an den magischen Orten zu machen, ist das Ganze ins Wasser gefallen und ich saß da bei 9 und 11 Grad, 9 bis 11 Grad und Regen und konnte wirklich nichts machen. So, jetzt schauen wir aber mal. Was ist los bei Löwe? All diejenigen, die Löwe im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus haben. Löwe, hier ist ein radikaler Schlussstrich. Das sehen wir mit den 10 der... Oh, Hallöchen! 10 der Schwerter und der Tod hier. Das ist spannend. Wir haben eine sehr, sehr spannende Legung. So, es kann auch sein, dass etwas schon geendet hat. So, und dass es hier um eine Situation geht, die geendet hat. Okay, so. Oh mein Gott, und auch noch das Schicksalsrad. Leute, was ist hier los? So, also, die Sache ist die, ich kann hier sehen, dass sich für dich bezogen auf eine Situation gerade viel verändert. Das Thema ist wirklich Ende, Loslassen, Stillstand, Ende einer schweren Phase oder jetzt einen radikalen Strich zu ziehen. Irgendwas ist Ende, over und vorbei und für dich transformiert sich dadurch auch vieles auf emotionaler Ebene. Du gehst gerade durch einen Loslassprozess. Und es verändert sich hier Schicksalsrad, unterliegende Energie. Was ist die Energie, die alles, was hier liegt, verknüpft? Das ist das Schicksalsrad. Das heißt Veränderung, Veränderung. Ich habe aber das Gefühl, dass sich Dinge gerade auf eine Art und Weise auch verändern, wie du es gerade noch nicht kommen siehst. Warum? Weil das Schicksalsrad hier unten drunter liegt. Das ist jetzt nicht die Karte, die jetzt quasi als nächstes kommt oder so. Nee, das ist jetzt das, was unten drunter liegt. Und das heißt, ich habe das Gefühl, dass gerade die Zahnräder deines Lebens oder einer gewissen Situation oder eines Lebensbereiches, dass da gerade ganz viel von der geistigen Welt auch passiert, dass Dinge gerade passieren in deinem Leben, die dazu führen werden, dass später, das kann in ein paar Wochen sein, das kann in ein paar Monaten sein, Ereignisse geschehen, die sonst so nicht hätten geschehen können, wenn nicht diese Dinge so passiert wären, wie sie passiert sind. Sprich, in deinem Leben passieren gerade Dinge, vielleicht auch im Leben von anderen Menschen, andere Situationen, die in der Zukunft mit deinem Schicksal verknüpft sein werden. Das ist eine ganz krasse Botschaft, die ich hier für dich kriege. Und deswegen bist du gerade in diesem Loslass- und Abschließprozess. Und ich habe auch das Gefühl, dass es hier eine Situation gibt in der kürzlichen Vergangenheit, wo es nochmal so ein Potenzial gab auf Wachstum, ein Potenzial auf, hey, vielleicht ist hier doch noch eine Chance, vielleicht ist hier kommt doch nochmal Energie in die Angelegenheit. Vielleicht hast du Energie in eine Angelegenheit gegeben und irgendeine Art versucht, einen Neuanfang zu initiieren. Vielleicht war das eine andere Person. Wir sehen aber hier, dass in die Situation oder diesen Lebensbereich kürzlich so ein Funke Energie reingekommen ist. Vielleicht hast du dich irgendwie inspiriert gefühlt, etwas zu machen, etwas zu tun. Oder du warst plötzlich motiviert oder du hattest irgendeine Idee hier, die letzten Endes damit zusammengehangen hat, dass, wenn sich das weiterentwickelt hat, hätte in der betreffenden Situation wieder Bewegung und Wachstum drin gewesen wäre. Ich sehe allerdings, dass hier auch der Magier, der Neuanfang in einer gewissen Situation ist blockiert. Und wir sehen jetzt gefühlt, dass dieser Versuch hier in der Vergangenheit oder diese Energie, die noch mal kurz in einer Situation war, vielleicht auch nur so ein Gedanke, so ein, ne? Vielleicht mit dem Gedanken gespielt, noch mal Energie in eine Situation zu geben. Ich habe das Gefühl, dieser Versuch oder dieser Gedanke ist gescheitert. Mit dem Magier ganz besonders, aktuell lässt sich in einer gewissen Situation deine Vision nicht erfüllen.
nicht manifestieren. Das hat aber einen Grund und ich möchte auf das Schicksalsrad verweisen, weil sowohl in deinem Leben als auch in gewissen anderen Situationen von vielleicht auch Menschen, die du noch gar nicht kennst, werden gerade die Zahnräder zusammengepackt, sodass ihr in der Zukunft, dass da irgendwas entsteht, was für dich sehr wichtig sein wird. Deswegen konnte diese Situation sich nicht so manifestieren, entwickeln, wie du dir das vielleicht gehofft hast. Und deswegen haben wir jetzt bezogen auf diese Situation einen radikalen Schlussstrich, ein radikales Ende. Und erst dadurch kann etwas Neues entstehen. Wie ich schon sagte, du hast hier auf energetischer Ebene, im Emotionalen, hast du die Energie des Todes. Für dich verändert sich, transformiert sich gerade einiges. Und du bist hier in einem Loslassprozess, um dieses Alte loszulassen, um Raum zu schaffen für Neues. Was gerade passiert, ist ein Raum schaffen für Neues. Du kannst hier mit dem Herrscher an eine Person denken, die einen sehr starken Einfluss auf dich hat. Und ich möchte in ein paar Aspekte gehen. Das kann ein Vater, ein Trainer, ein Chef sein. Jemand, der sehr männlich ist. Es kann auch eine Frau sein in einer Führungsposition. Jemand ist selbstständig, übernimmt viel Verantwortung. Also sprich, mit dem Herrscher kann es sein, dass diese Situation sich auf eine ganz bestimmte Person bezieht, die sehr viele männliche Anteile hat oder eben sehr unabhängig, stark ist. So. Wenn das nicht der Fall ist mit dem Herrscher, wir haben hier Widder-Energie, wir haben hier Skorpion-Energie als Sternzeichen und dann haben wir hier noch Löwe, aber das ist deine Energie, da kommen wir gleich noch drauf. Es kann auch sein, dass dein Fokus jetzt ist, selber in die Energie des Herrschers zu kommen. In deine Kraft, in deine Macht im Prinzip, um deinen Thron wieder einzunehmen. Wieder in deine Kraft, in deine Stärke kommen. Verantwortung zu übernehmen für dich, für deine Ziele, für dein Leben, für einen Lebensbereich. Und dementsprechend kann es mit dem Herrscher sein, dass du jetzt dich darauf fokussierst, dich zu schützen, dich abzugrenzen. Das Thema kann hier irgendwie was zu tun haben mit Strukturen, Stabilität. Das kann dein Fokus sein. Hey, ich will jetzt Stabilität. Ich übernehme jetzt Verantwortung für mein Leben, für diesen Lebensbereich. Denn ich möchte, dass sich dieser Lebensbereich oder mein Leben generell stabilisiert. Dafür ist es aber essentiell notwendig, dass ich Verantwortung übernehme und reif handle. Was wieder bedeutet, ich muss gute, weise, vorausschauende Entscheidungen treffen. Und gegebenenfalls klar kommunizieren, gegebenenfalls Grenzen setzen. Um dann später, ich sehe gerade so einen Aussiebeprozess, dass wenn du das erreichen möchtest, wenn das dein Ziel ist, neue Stabilität in deinem Leben oder einem Lebensbereich, was ich gerade als Bild bekomme, ist, dass dafür nach und nach die Elemente und Energien in deinem Leben, die immer wieder für Instabilität sorgen, gehen dürfen. Und dass es häufig nicht machbar ist, sofort das ganze Leben komplett umzuwerfen, sondern dass man das eins nach dem anderen macht. Und das ist die Energie, die ich gerade für dich bekomme. Und was wir dann sehen, ist, dass du in Kürze, zeitnah, in den kommenden Wochen hier mit der Welt okay bist mit einem Ende. Das ist so alles klar. Ne, was auch immer hier der Loslassprozess ist, du wirst schon in Kürze damit okay sein. Du kommst damit in die Harmonie, das ist ein harmonischer Abschluss. Du sagst, alles klar, das ist jetzt auch wirklich gegessen, das Thema. Diese Situation kann jetzt wirklich zu einem Abschluss gebracht werden. Nicht nur im Außen, sondern vor allem hier mit der Welt in dir. Für manche von euch könnte eine Reise oder ein Umzug hier noch signifikant wichtig werden in der nahen Zukunft. Das Thema mit der Welt ist auch Ankommen. Ob das jetzt an einem Ort ist oder in dir selbst, das sehen wir hier zeitnah. Und wir sehen aktuell noch den Herzschmerz, den du hast bezogen auf diese Situation. Aber das wird sich schon ganz bald ändern. Und dann noch mehr im Laufe der Zeit in der Entwicklung dieser Situation.
Herzschmerz gefühlt, weil sich diese Situation nicht so manifestiert weiterentwickelt hat, wie er hofft. Wir sehen im Außen die zwei der Stäbe. Zwei der Stäbe kann eine Person sein, die eine Entscheidung getroffen hat. Die eine Entscheidung getroffen hat, bezogen darauf, in welche Richtung eine Situation sich weiterentwickelt. Und das hat unmittelbar einen Effekt auf dich. Das kann sich beziehen hier auf das Ass der Stäbe. Ass ist natürlich die Eins, hier haben wir die Zwei. Das heißt, hier sehen wir, dass vielleicht dir die Entscheidung abgenommen wurde, wie sich das weiterentwickelt, weil vielleicht eine andere Person eine Entscheidung getroffen hat. Auch kann es sein, dass sie jetzt in diesem Moment zusätzlich hier im Außen eine Person ist, die sagt, hey Löwe, in diese und diese Richtung geht es jetzt irgendwie weiter. Und wie gesagt, hier ist eine Entscheidung im Außen, die dich irgendwie beeinflusst. Wenn es nicht nur von einer Person ist, vielleicht ist es auch irgendwas in deinem Umfeld. Aber irgendwas in deinem Umfeld hat zu tun mit einer Entscheidung über eine gewisse Richtung, in die es jetzt weitergeht, die dich eben beeinflusst. Deine Hoffnungen, Wünsche, Ängste, drei der Kelche in der Regel eine Hoffnung auf ein Treffen. Vielleicht hast du auch hier in der Situation darauf gehofft, eine Wiedervereinigung, ein Treffen, eine schöne Zeit mit Freunden zu haben oder mit einer ganz bestimmten Person, schöne Momente miteinander zu teilen. Auch wenn sich das jetzt nicht unmittelbar auf diese Situation bezieht, vielleicht sagst du, ja, das ist schon erledigt. Ich hoffe aber trotzdem irgendwie, dass ich mich mit Gleichgesinnten schöne Momente teile. Also das ist auch die Freundschaftskarte hier. Auch im Prinzip eine Karte, die Fülle anzeigt. Ne? Also das Leben wirklich in der Fülle genießen. Wir haben hier diese ganzen Früchte, die da drum liegen. Es ist viel Freude. Vielleicht auch die Hoffnung, dass die Freude wieder zurückkehrt in dein Leben, falls du gerade so ein bisschen hier im Herzschmerz bist, dass du viel Freude hast oder viele Freunde, viele Leute oder viele schöne Momente in der Zukunft teilen wirst mit deinen Lieben oder einer bestimmten Person. Und was wir dann sehen, ist die Kraft. Und weil die Kraft deine eigene Karte ist, sehe ich zum einen dieser Prozess, in dem du gerade bist, du erhebst dich, du kommst mehr in deine Kraft, du kommst mehr in deine Energie wieder, du fühlst dich mehr wie du selbst. Und das passiert darüber, dass du mehr in dir ankommst, vielleicht auch an einem Ort oder zumindest hier etwas wirklich abschließen kannst. Und ich habe das Gefühl, dass es hier eine Situation gibt in deinem Leben, wo keine Kompromisse gefunden werden, keine Lösungen gefunden werden. Vielleicht ist jemand auch sehr egoistisch. Und ich habe das Gefühl, du hast dann aber, du wächst darüber hinaus über diese Situation und du hast die Kraft, das jetzt abzuschließen. Und es fühlt sich fast so an, als ob du sagst, ey, ich bin jetzt so bei mir. Auf diese Energie habe ich auch gar kein Bedürfnis mehr, diese Energie in meinem Leben zu haben. Es kann sein, dass hier diese Energie nochmal getriggert wird, vielleicht auch dahingehend nochmal anders gedeutet. Kann es sein, dass eine Situation nochmal deine innere Kraft und Stärke abverlangt, weil hier gegebenenfalls nochmal ein Konflikt mit einer anderen Person auf dich zukommt, wo es darum geht, cool zu bleiben, ruhig zu bleiben, stark zu sein, widerstandsfähig zu sein und vor allem, wenn da die Fünf der Schwerter sind, vielleicht auch zu sagen, hey, manchmal ist es wichtig. Oder manchmal kann man irgendwie nichts machen und dann ist das Einzige, was man machen kann, sich zurückzuziehen aus einer Situation, um sich zu schützen. Denn auch das Thema Schutz sehen wir durchaus hier präsent, um eben, und das ist das, was ich gerade gesagt habe, ne? Dein Leben wird jetzt nach und nach ausgesiebt, beziehungsweise du siebst es nach und nach aus. Es werden aber immer wieder Situationen auftauchen, die dir zeigen werden, was die Elemente in deinem Leben sind, welche nicht funktionieren und dich von Stabilität und Sicherheit wegtragen. Im Leben generell, in einem Lebensbereich. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine Situation, die dann nochmal aufkommt. Aber keine Angst, weil du wirst zu dem Zeitpunkt schon so gestärkt sein, schon so in dir ruhen, dass du sagst, ey, weißt du was? Nee. Das wird dich emotional noch nicht mal mehr so berühren. Was für eine spannende Legung. Ich gehe jetzt einmal rein mit dem Lenormand, gehe in die Tiefe und schaue mir einmal an, was wir für weitere Informationen zu dieser Situation bekommen im Hier und Jetzt und in der weiteren Entwicklung.
Das Ganze machen wir wie immer in Teil 2 in der Erweiterung. Unter diesem Video in der Infobox findest du die beiden Links dazu. Der erste Link, der geht zu Shopify. Da hast du die Möglichkeit, dir das Einzelvideo anzuschauen. Und auf Patreon hast du die Möglichkeit mit der Mitgliedschaft, dass dir immer alle Erweiterungen direkt freigeschaltet werden. Bei Shopify gib bitte deine richtige E-Mail-Adresse an, damit dir der Link zugeschickt werden kann. Und schau gerne auch im Spam-Ordner, denn da landen die E-Mails nämlich manchmal. In diesem Sinne starte ich jetzt mit deiner Erweiterung und freue mich, dich gleich wiederzusehen.